zwei Konzernmarken und zwei unterschiedliche Umgänge mit der Elektrifizierung. Wir haben hier zum einen den RS Q8 hier zu meiner Rechten und den Porsche Panamera Turbo SE Hybrid in der Sport Turismo, also als Kombi-Ausführung hier. Hier geht es in diesem Video um die beiden Antriebsstränge und wie gesagt den verschiedenen Umgang der Hersteller dieses Volkswagen-Konzerns mit dieser Antriebstechnologie Elektrisierung. Wir haben hier ein Mild-Hybrid-System, ein 48 Volt Mild-Hybrid-System, während wir hier auf der Seite ein Plug-in-Hybrid-System haben. Einfach gesagt, wir können hier mit einem Stecker laden, das Auto extern aufladen und dieses Auto kann auch rein elektrisch in der Praxis jetzt bis zu 40 Kilometer weit fahren. Und hier bei diesem Auto können wir keinen Stecker reinstecken, sondern haben hier eine mittels Rekuperation, eine kleinere Batterie, die den Motor hier direkt an der Kurbelwelle unterstützt. Was hier übrigens auch der Fall ist, dass die Elektromotoren direkt unterstützen den Motor, aber natürlich in viel, viel stärkerer Ausführung. Und so haben wir diese beiden Autos zwar in verschiedenen Fahrzeugklassen, aber der Antriebsstrang ist doch ähnlicher, als man denkt. Denn wir haben hier beim Panamera Turbo SE Hybrid einen 4,0 Liter V8 Motor Biturbo und auch hier beim RS Q8. Die beiden Fahrzeuge sind ja die Top-Speerspitze der beiden Marken, haben wir ebenfalls einen V8 Biturbo-Motor und so will es der Zufall, oder natürlich nicht der Zufall, aber das ist genau derselbe Motor. Wir haben hier nämlich Systemleistung 680 PS und hier Systemleistung 600 PS. Also der Plug-in-Hybrid ist natürlich noch mal viel stärker um 80 PS, weil wir haben natürlich eine größere Batterie und auch größere Elektromotoren, die dieses Auto noch mal etwas stärker machen als den RS Q8. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Beschleunigung aus. Wir haben hier beim RS Q8 3,8 Sekunden von 0 auf 100 und hier noch mal 3,4 brachiale Sekunden von 0 auf 100. Ja, der Unterschied dieser beiden Hybrid-Systeme ist natürlich auch der Alltagsverbrauch, obwohl der Alltagsverbrauch gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich ist, wie man meint. Wir haben hier natürlich genormte Verbräuche laut WLTP, die uns im Alltag relativ wenig bringen, aber die sind natürlich sehr, sehr stark unterschiedlich. Da sind wir hier bei der ungefähr 3-Liter-Marke, die man niemals erreichen kann, aber hier bei diesem Auto sind natürlich realistischerweise bei deutlich mehr um die 9, 10 Liter. Auch die kann man im Alltag nur sehr schwer erreichen. Aber wenn man jetzt mit beiden Fahrzeugen mal eine Strecke von 500, 600 Kilometern fährt, ganz normal auf der Autobahn 140, 150, auf der Landstraße, so wie man halt auf der Landstraße fährt mit 100 und in der Stadt auch ganz normal, dann hat man ähnliche Verbräuche. Man mag es kaum glauben, weil die Gewichte ja auch ähnlich sind und bei einer Geschwindigkeit von 140 km/h spielt die Aerodynamik zwar eine Rolle, auch hier der CW-Wert, natürlich hier fahrende Schrankwand gegen sehr effizienten aerodynamischen Sportler hier, aber trotzdem haben wir so um die 11 Liter, 11,5 Liter bei beiden Fahrzeugen Verbrauch, auch wenn man hier noch mal ein bisschen effizienter fahren kann, wenn die Batterie voll ist. Und da kommen wir auch gleich noch mal zu einem Nachteil dieses Autos hier. Diese 680 PS sind natürlich irgendwann zu Ende. Wenn die Batterie nämlich leer ist, dann hat man keine 680 PS mehr, dann hat man nur noch die 550 PS dieses V8 Motors. Hier drüben hat man ja auch 550, 560 PS oder hätte man, wenn man keine Mild-Hybrid-Unterstützung hätte, wäre natürlich diese Motorisierung oder der Motor, der rein mechanische Motor ohne elektrifizierte Unterstützung, ähnlich von seiner Leistung. Und die Mild-Hybridisierung, die bringt eben dieses Auto nur auf 600 PS, immer diese leichte Spanne, und hier auf 680 PS. Aber der Vorteil ist natürlich hier hat man wirklich immer 600 PS, ganz egal, ob man jetzt geladen hat, weil man es ja nicht kann, oder ob man nicht geladen hat, weil man es ja eben auch nicht kann. Deswegen hat man hier dauerhaft 600 PS, egal was ist. Und hier hat man eben nur seine 680 PS, wenn die Batterie einigermaßen zumindest voll ist. Was es natürlich nochmal bringt, ist hier beim Beschleunigen, beim kurzen Beschleunigen, beim kurzen Überholen, weil die Batterie hier natürlich immer ein bisschen, ich glaube 13 Kilowattstunden ungefähr, immer ein bisschen Leistung, Kapazität zurückhält für eben diese kurzen Überhänge und Überholvorgänge. Und hier, da hat die Batterie natürlich immer einen gewissen Ladestand, um
satter, um mehr zu beschleunigen. Wir haben hier das System der zur Effizienzsteigerung. Erstmal haben wir natürlich bei beiden Motoren Zylinderabschaltung auf vier Zylinder. Vier Zylinder können abgeschaltet werden bei beiden Motoren. Ist ja klar, ist ja der gleiche Motor. Und wir haben hier beim Mild-Hybrid-System diesen Riemenstarter-Generator, so heißt er ja, ISG. Können Sie oft lesen oder sehen Sie oft, ISG steht für diesen Riemenstarter-Generator, der eigentlich eine vergrößerte Lichtmaschine ist, wo die Leistung hier noch abgerufen werden kann, bei diesem Auto hier. Das heißt, man kann auch bei dem RS Q8, wenn man im Efficiency-Modus ist oder im ganz normalen Modus sogar, wird dieses Auto beim Segeln, beim sogenannten Segeln, wird der Motor komplett abgeschaltet. Das heißt, die Drehzahl geht komplett runter und man kann so dann komplett den letzten Weg segeln. Das geht zwischen einer Geschwindigkeit von, glaube ich, 55 bis 130, 135, bin ich mir gerade nicht sicher, die Geschwindigkeiten. Aber das dient natürlich wahnsinnig der Effizienzsteigerung, weil Verbräuche natürlich immer auf 100 Kilometer gerechnet werden. Wenn man während rollt Kilometer schreibt und keinen Verbrauch hat, weil der Motor aus ist, dann dient das natürlich sehr stark dem errechneten Verbrauch. Das ist hier ganz gut gemacht und auch ganz gut gemacht, weil natürlich die große Batterie, die wir hier drin haben, fehlt und auch die größeren Elektromotoren hier beim RS Q8 fehlen und deswegen man hier mit dem Gewicht bei ihm etwas runterkommen kann, vergleichsweise als bei ihm hier, denn hier haben wir natürlich den vollen Plug-in-Hybrid, den man hier mit einer großen Batterie speist, mit dem großen Elektromotor speist. Das alles wiegt natürlich, aber man kann natürlich hier rein elektrisch fahren, was bei dem nicht möglich ist, sondern man kann hier nur segeln und hier aber auch wirklich rein elektrisch fahren. Ja, Verbräuche haben wir angesprochen, wir haben das Fahrverhalten angesprochen, die Fahrdynamik. Das sind natürlich alles Punkte, die bei einem Hybrid sehr, sehr stark gewichtet werden, na klar. Und wir haben natürlich noch nicht über den Preis gesprochen, aber man kann diese beiden Autos natürlich auch nicht vergleichen. Wir haben hier natürlich das Top-Top-Top-Modell mit in einer ganz anderen Fahrzeugklasse als hier, aber trotzdem sei es gesagt, wir haben einen Grundpreis von 127.000 beim RS Q8 und der ist hier leider ein bisschen drüber. Bevor wir jetzt die beiden Motorhauben hier öffnen, da wollen wir natürlich auch hören, wie diese beiden V8 Motoren hier interpretiert werden von den beiden Herstellern und das machen wir jetzt. Naja, wer jetzt schneller ist, das ist wohl klar, aber in ihrer jeweiligen Klasse sind natürlich beide Autos hier die schnellsten, die es überhaupt gibt. Und deswegen schauen wir jetzt nochmal zum Abschluss, wer den aufgeräumtesten Motorraum hat und bei wem man vielleicht die Partnerschaft der beiden Motoren besser erkennt. Da bin ich selber mal gespannt, wie diese beiden Motorräume aussehen. Der beiden V8 Motoren, ob man hier, ja genau, jetzt haben wir hier sehr gut eingepackt, man sieht wirklich nicht wahnsinnig viel, man sieht nur die Abdeckung, die könnte man jetzt zwar abmachen, das mache ich hier aber nicht. Darunter schlummert der 4,0 Liter V8 und hier runter, der ist schon etwas offener, das ist wirklich deutlich interessanter hier reinzuschauen, denn hier sieht man deutlich mehr als beim Panamera. Porsche hat da schon einiges versteckt, wenn auch man hier trotzdem relativ wenig sieht. Man sieht keine Turbolader und nichts, aber man kann hier zur Seite ein bisschen reinspickeln. Die konkreten Details zum Motor, zum Antriebsstrang von dem RS Q8 hier, die haben wir natürlich nochmal im Review. Wir haben hier eine Höchstgeschwindigkeit, die von der sich kaum unterscheidet. Er ist ein bisschen schneller, 5 km/h, 6 km/h schneller. Aber hier haben wir eine Höchstgeschwindigkeit tatsächlich mit dem RS-Dynamik-Paket plus von 305 Stundenkilometern. Auch das haben wir gemacht. Auch dazu gibt es ein Video, das alles unten in der Infobox und verlinkt. Ich hoffe, dass diese beiden Elektrifizierungsstrategien Ihnen ein bisschen geholfen haben, um diese Unterschiede dieser Hybridisierung
darzulegen. Alles andere, was ich jetzt womöglich wieder aus dem Stegreif vergessen habe, das finden Sie dann nochmal im schriftlichen Bericht dieser beiden Fahrzeuge im Vergleich auf automativ.de. Wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, dann danke ich Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen und vergessen Sie nicht, da unten zu abonnieren, damit wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen können.